Also, ich möchte noch über die analoge Modulation sprechen, ganz einfach, um Sie da an so ein paar Stellen mal abzuholen. Und das werden wir auch noch einbauen in unsere Ptolemy-Dinge oder New Radio, nicht? Und ja, und dann werden wir uns da eben auch, wenn wir das mit der analogen Modulation drauf haben, dann werden wir uns um die digitale Modulation, die ja eigentlich nur ganz, ganz kleine Erweiterung von dessen ist, kümmern und dann vor allen Dingen auch um die Kanäle, wie sie im Mobilfunk vorliegen und was man im Mobilfunk eben hat und was anders ist als AVGN, damit Sie dann noch ein paar andere Sachen kennengelernt haben. So, erst einmal die einfachste, wahrscheinlich wirklich simpelste Modulation ist eben nichts weiter als die Zwei-Seitenband AM-Amplitudenmodulation, die sich ganz automatisch ergibt, weil sie nämlich einen Träger haben. Ja, hier unten ist es ja aufgeschrieben. Ne? Also ganz einfach würde man sagen, man hat hier einen Träger, das ist ein Sinus oder Cosinus, das ist normalerweise die angenehmere Funktion, auch wenn man es nicht glaubt. Das ist halt ein Cosinus-Signal und das ist 1 plus und hier ist das eigentliche Signal drin, was jetzt auch ein analoges Signal ist erst einmal. Ne? Nur, ja, sinnvollerweise von der Änderung her sehr viel langsamer als das hier oder praktisch, was aber erst einmal hier überhaupt nicht drin steht. So, wir nehmen an, dass das Signal hier maximalen Betrag 1 hat und mehr nicht. Und M ist der Modulationsindex und der Träger ist, was ich schon sagte, zeitharmonisch, hat also ist eben sinusförmig und dann kommt eben ganz einfach dieses Ding hierbei raus. Weiter ist nichts passiert. Ich habe hier ganz bewusst das große Omega für die Kreisfrequenz hier genommen und Omega hier für die Signalfrequenz genommen. Und auch da sind noch gar keine Relationen drin, wer jetzt schneller und wer jetzt langsamer ist. Und der große Buchstabe Phi ist jetzt irgendeine Anfangsphase des Trägers und Phi hier irgendeine Anfangsphase des Signals. So, wenn ich da das Additionstheorem anwende, dann wird das Ganze ein bisschen länger. Ja, schön. Was aber hier interessant ist, ist, wir kriegen wegen der 1 natürlich hier den Cosinus, also einfach den Träger raus. Wir kriegen hier wegen Cosinus mal Cosinus die Frequenzdifferenz oder eigentlich Argumentsdifferenz, weil die Phasendifferenz steckt hier natürlich auch drin, und die Argumentssumme, also die Frequenzsumme raus. Und das ist dann auch das zweite Seitenband oder sind die zwei Seitenbänder. Das heißt, Sie haben also hier ein Signalanteil, der leicht unter der Trägerfrequenz liegt und einen, der leicht oberhalb der Frequenz liegt. Was jetzt auch so weiter. Entspannen Sie sich, wenn Sie es schon mal gehört haben, dann haben Sie es nur einfach nochmal gehört. Oh. Mit Mathematik. Ja, nur ein bisschen Mathematik, ne? Wie immer können wir das Ganze auch als Realteil von irgendwas schreiben und dann als rotierende Zeiger darstellen. Dann sieht das nämlich in etwa so aus. Hier, man nimmt, das ist wie zweites Semester ganz am Anfang, man nimmt eigentlich hier die Trägerkomponente zu einem Zeitpunkt, macht so eine Momentaufnahme, dann wenn hier gerade im senkrechten Fall, Realteil geht hier nach oben, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe es ja mal so gemacht, sieht schöner aus. Man nimmt hier einen stehenden Träger, nimmt also das E hoch J Omega T eigentlich raus, J groß Omega T raus und da hat man jetzt einen Signalanteil, der dreht sich ein bisschen schneller und einen, der dreht sich ein bisschen langsamer. Und wenn das hier die stehende Frequenz ist, dann dreht der sich eben rechts rum und der sich links rum. So, fertig. Das ist alles. Und die beiden, das ist das Spannende dabei, wenn Sie das natürlich jetzt vektoriell alles addieren, also der plus den, dann geht diese Drehkomponente weg, ja, sondern es bleibt einfach nur hoch, runter, ne? Weiter nichts. Weil nämlich gerade hier die beiden Imaginärteile sich immer gerade wegmachen. Gegenseitig. Und das ist ja auch genau das, was man beobachtet. Man hat hier ein rein reelles Signal hier. Da, das ist die Mathematik dabei. Also, was soll der Imaginärteil da irgendwie machen? Oder wo muss der wegfallen? Da muss der irgendwie wegfallen, sonst macht es keinen Sinn. Und das tut er eben auch. So. Das Ganze kann man hier jetzt mit Modulationsindex M gleich 1 hinschreiben. Das ist die linke Seite. Beispielsweise, man könnte es mit kleiner 1 machen, dann sind die halt kleiner, die Dinger hier. Und man kann einen unterdrückten Träger nehmen, also M größer als 1 machen. Dann würde hier dieses komische Ding geschehen, dass das hier sogar in den negativen Teil reingeht. Ne? So, einfach nur, wie sich das jetzt wirklich dann signalmäßig auswirkt, sehen wir etwas später. Das ist einfach nur die
Darstellung der zwei Seitenbandmodulation, weil es gibt eben das obere Seitenband und das untere Seitenband. Ich habe die deutsche Notation genommen, das ist ein bisschen doof, weil nämlich auf Englisch das USB das Upper Sideband wäre. Doof, ne? Nur, dass es wissen, wenn irgendwann mal einer USB das obere Seitenband meint, dann hat er die englische Notation genommen, dann ist es das Upper Sideband und dann entsprechend wäre das untere das Lower Sideband, also LSB. Bitte? Der Sky ist aus Bad, ne? So. Okay. Stimmt. Das sieht ein bisschen doof aus hier, darauf wollte ich noch aufmerksam machen. Es sieht hier so aus, als wenn hier das Signal des Trägers des Signals hier irgendwo stecken bleibt. Wenn Sie die beiden Vektoren aber addieren, dann addieren Sie ja gerade den plus den und dann geht natürlich der gesamte, die gesamte Amplitude bis hier runter, also bis 0. Also sollte jemand gestockt haben hier, das ist eigentlich der Punkt. Wenn Sie sich diese Formel genau angucken und Sie sagen, S-Betrag kann 1 werden, also S kann minus 1 werden irgendwann, dann muss hier ja 0 rauskommen. Also muss das Ding auf 0 gehen irgendwo. Das sieht nur in dem Bild nicht so aus, als wenn das auf 0 geht. Sondern im Bild sieht es so aus, als wenn das hier bei 1,5 stecken bleibt. Das ist aber falsch. Das ist nämlich nur der einzelne Zeiger hier, während wenn Sie die Summe beider Zeiger bilden, dann geht es natürlich bis hier unten hin. Ja, und doppelt so hoch, genau. Aber nicht nach links und rechts. Und hier genauso, hier wird es natürlich jetzt noch ein Stückchen weiter nach unten gehen. Also dasselbe nochmal nach unten. Und ja, da habe ich eben auch so ein bisschen gestockt, warum das so komisch aussah. Und dann macht das mit dem Modulationsindex M gleich 1 auch Sinn, dann ist es nämlich 100% moduliert. So, haben wir hier nochmal, gucken wir uns hier nochmal Bilder an dazu, wo ich tatsächlich mal jetzt den Zeitbereich mal aufgezeichnet habe. Und hier habe ich einen Modulationsindex von, was habe ich? 1,5, ne? Modulationsindex von 1,5, da sehen Sie hier die Einlullende, das ist Einhüllende natürlich, das ist das Signal. Und dazwischen geht der Träger immer hin und her. Und wenn Sie die Fourier-Analyse davon machen, die Dinger müssen Sie sich hier wegdenken, diese kleinen Träger, die kommen nur daher, weil ich natürlich über einen begrenzten Bereich hier die Fourier-Analyse gemacht habe und vielleicht auch gar nicht unbedingt volle Perioden des Trägers. Dann sehen Sie tatsächlich hier bei Frequenz 10 und einen drüber, weil das ist die Signalfrequenz gewesen und einen drunter, sehen Sie eben die Anteile. Und wenn Sie 100% machen, dann sieht das im Zeitbereich so aus. Dann haben Sie die Einhüllende immer noch voll. Das sieht jetzt so aus wie so ein um DC verschobenes Sinussignal. Hier nach oben und hier nach unten. Dazwischen macht der Träger hin und her. Zwischenzeitlich wird das Ganze mal 0. Und dann ist das eben mit Modulationsindex 1 so, dass diese beiden aufeinander gestapelt genau das ergeben würden. Was wir eben auf der anderen Art und Weise auch schon erkannt haben. So, damit haben wir jetzt also auch hier die Signalanalyse nochmal betrieben. Jo, was kann man betrachten oder was braucht man? Offenbar, da muss man nicht viel für rechnen, ist es so, dass wir für die Zwei-Seitenband-Modulation die doppelte Niederfrequenz-Bandbreite brauchen. Ja, weil wir haben es einmal oben, einmal unten. Und wenn wir alles übertragen wollen, inklusive des Trägers, dann brauchen wir einfach die doppelte Bandbreite. Das ist erstmal nicht so schön. Welche Energien haben wir da drin? Ich habe sie jetzt mal auf das R rausgezogen. Normalerweise ist das ja U² durch R die Energie, nicht? Weil ich das R bei allen gleich mache, ziehe ich das raus. Also hier PT mal R ist also U² Träger halbe. Und oberes Seitenband und unteres Seitenband einzeln haben M² Achtel UT² da drin, wenn der die Amplitude, also der Spitzenwert von S
eins ist, beziehungsweise dass eben auch ein halbzeitharmonisches Signal ist. Wenn Sie dann natürlich was anderes nehmen, dann müssen Sie eigentlich das Integral bestimmen. Ne? Okay. Jo, das Verhältnis ist also eigentlich, das mit dem Träger ist doof, weil da steckt ja keine Information drin. Also keine, die man wirklich bräuchte. Man könnte einmal sagen, das ist die Frequenz und die Phase, Punkt. Damit ist eigentlich alles gesagt, das muss man nicht ständig übertragen. Deswegen ist das Übertragen vom Träger gar nicht so schön, sondern eher störend, weil es nämlich Signal wegnimmt, das nicht mehr zur Verfügung steht, oder Leistung wegnimmt, die nicht mehr zur Verfügung steht für das eigentliche Signal. Und wenn Sie das jetzt hier durchdeklinieren, dann kommen Sie drauf, dass eben der Leistungsanteil in einem Seitenband hier bezogen auf die Gesamtleistung m² durch das da ist. Und mit m gleich 1 kommen Sie hier relativ schnell auf 1/6. So, zusammen haben Sie im Signal also 33%, also ein Drittel der Leistung im Signal und zwei Drittel sind im Träger bei Modulationsindex 1. Was keiner gesagt hat, dass das Maximum ist, was Sie nehmen können. Das sieht als Bild noch schön aus. Wenn ich jetzt zwei oder Modulationsindex größer gezeichnet hätte, dann sehen die Bilder irgendwie komischer aus, kommen wir wahrscheinlich auch noch zu. Aber das erstmal nur als Beobachtung. So, in diesem Sinne ist das verschwendete Leistung. Dem ist nichts hinzuzufügen, weil eigentlich wollen wir das nicht. Das ist so, wie es Ahnenradio läuft, oder? Nee. Noch nicht ganz. Kommen wir aber noch zu. So, was ist das Tolle daran? Eigentlich dadurch, dass der Träger mit übertragen wird, wird ja schon das Signal mit übertragen, nämlich der Träger, das Sie brauchen, um die Signale wieder runterzumischen ins Basisband, damit sie hörbar werden. Also eigentlich ist alles drin. Und wenn Sie sich den Verlauf hier angucken, wo war es, das Bild, dann ist ein Demodulator auch denkbar einfach hier in beiden Fällen eigentlich. Ja, hier oben geht es ein bisschen raus, ich nehme einfach mal den hier. Ja, was musst du machen? Einfach nur Spitzenwert gleichrichten. Tiefpass filtern, fertig, schon ist das Signal raus. Weil das Signal ja genau hier da drin ist. Also einfach nur immer hier sich von Spitzenwert zu Spitzenwert tasten mit dem Spitzenwertgleichrichter, dann liegt das Signal schon vor. Ist also wirklich denkbar einfach rauszufinden. Nicht? Also eigentlich nur dieses Signal eine Diode geben, Kondensator dahinter, das war's. Schon ist das Problem gelöst. Deswegen funktioniert ja auch dieser. Also Sie werden das nicht mehr gemacht haben, aber weil es die Mittelwellensender und Kurzwellensender so nicht mehr gibt, diese ganz einfach passiven Detektoren, ne, nimmst du, also seinerzeit, ne, baust du bei Papa aus dem Auto die Zündspule aus, gibt es ja heute auch schon nicht mehr, ist ja zwar ein bisschen böse, aber es geht. Und dann hat man da schönen langen Kupferdraht, den spannt man quer durch den Garten, da hat man eine wunderbare Antenne, die ist dann auch lang genug. Und an die Antenne schließt man eben nichts weiter als einen LC-Kreis an, den kann man auch noch durchstimmen, damit man eben wirklich nur dieses Signal kriegt. Dahinter ein Kristalldetektor, also eine Diode und ein Kondensator und schon kann man Radio hören. Also so einfach, ohne Stromanschluss, ohne alles, es ging. Die Sender gibt es nicht mehr, die entsprechende Leistung haben heutzutage und auch das entsprechende Signal. Ja, aber früher hatte man auch großen Garten. Haben wir nie abgestimmt. Also ja, hier Zündspule, da sind 100 Meter drin oder so. Ne? Abwickeln und fertig ist. Nie eine optimierte Antenne dafür gebaut. Aber ich habe das schon gerade mithören können. Also es war nie ein Genuss, um ehrlich zu sein. Es war auch eigentlich mehr so Proof of Concept. Also man hat das mal gemacht und das war's. Also mit anderen Worten, um das zu dekodieren, brauchen Sie nichts außer dem Halbleiter. Also nichts Besonderes außer dem Halbleiter. Alles andere haben Sie eigentlich oder können Sie selber bauen. So, schwieriger wird schon, wenn Sie jetzt versuchen, das mit der Sendeleistung zu optimieren und zum Beispiel das M auf unendlich gehen lassen. Das ist ein bisschen doof, weil es jetzt heißen würde, dass die Leistung auch auf unendlich geht. Wir lassen also dann eher den Träger weg. Also mathematisch geht vielleicht M auf unendlich, aber eigentlich geht der Träger weg. Und das Signal, das bleibt, ist dieses hier. Sie übertragen nur noch den Träger, mal das Signal. Auch das gibt zwei Seitenbänder, aber eben keinen Träger mehr. So, dann sieht das so aus.
die Amplitudenmodulation. Und da sehen Sie ganz klar, dass jetzt hier die Einhüllende hoch und runter geht, also auch in den negativen Bereich. Und da sehen Sie die Phasensprünge an der Stelle. Ja, die hatten Sie vorher nicht, die Phasensprünge im Träger. So, im Spektrum sieht es so aus, dass Sie hier diese beiden Seitenbänder haben, keinen Träger mehr. Okay. Ja, Spitzenwertgleichrichter muss ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also eigentlich habe ich das schon beschrieben, was ich eben mit Worten beschrieben, was da unten links steht. So, was ist der Vorteil? Der Vorteil hier ist, dass Sie nur noch das Signal übertragen und alle Energie im Signal haben und nichts mehr für den Träger verschwenden. So, was ist der Nachteil? Der Nachteil ist, Sie müssen das Ganze aufwendiger bauen. Das wäre so ein Aufbau hier an der Stelle mit jetzt hier 4 Dioden. Hier wird das Signal reingegeben, da haben Sie Signal, da haben Sie Signal. Und dann werden eben die Dioden durch das Signal entsprechend durchgesteuert. Und der Trick mit der Trägerunterdrückung ist der, dass insbesondere hier, wenn Sie sich das mal betrachten, hier in dem Trafo, da geht jetzt nämlich der Strom vom Signal einmal nach oben und einmal nach unten. Das heißt also, netto ist der hier für den Eisenkern nicht vorhanden und damit auf der Seite eben auch nicht. Und damit ist der Träger unterdrückt. Also aufgrund des symmetrischen Aufbaus hier kriegen Sie in die Last, das ist jetzt hier meinetwegen die Antenne oder so, keinen Träger rein. Und Sie müssen ihn in Form eines Und steuern tun Sie eigentlich die Dioden und in welche Richtung es geht über das Signal, das die Dioden entsprechend durchsteuert. Okay, was haben wir immer noch? Ich habe jetzt hier noch nichts darüber gesagt, wie man das demoduliert. Das geht nicht mehr so einfach, indem Sie das hier jetzt einfach nur mit einem Spitzenwertgleichrichter betrachten, weil wenn Sie das machen, dann kriegen Sie hier was ziemlich Komisches raus, denn das hier ist ja eine Periode. Wenn Sie da einfach mit einem Spitzenwertgleichrichter draufgehen, dann haben Sie schon mal die doppelte Frequenz da. Das klingt das ein bisschen piepsig. Ne? Sicherlich kein Genuss. Und dann haben Sie auch noch Verzerrungen hier, weil hier an der Stelle natürlich kein Sinusübergang ist, so mit so einer schönen Kurve, sondern so eine Spitze drin. Ne? Also das ist nicht. Vielleicht kriegt man es hin bei Sprache, dass es verständlich bleibt, was da passiert. Aber ein Genuss in Sachen Musik oder sowas wird das bestimmt nicht. Also mag sein, dass man einfach so irgendwie detektieren kann, ja, da ist irgendwie ein Mensch, der den Wetterbericht vorliest oder so. Und dafür mag es reichen. Auch nicht für gute Verständlichkeit, sondern nur für mit groß Anstrengen kriege ich was hin. Aber für Musik oder sowas ist es sicherlich nicht geeignet. So, man muss zwingend dann hier im Empfänger den Träger wieder zusetzen. Das könnte man ja tun. Man generiert sich den, wie genau, ist auch noch ein etwas anderes Thema. Man würde sich den Träger wieder generieren, schiebt den hier genau in die Mitte. Damit addiert man eigentlich hier den Träger dazu. Damit haben Sie hier wieder effektiv im Empfänger ein Zweiseitenbandsignal generiert und dann können Sie es demodulieren, wie eben auch Spitzenwertgleichrichter wird reichen. Aber Sie müssen den Träger generieren und das geht nur mit Stromanschluss. Und mit der Phase, da ist egal, wie ob der Phase ist, der Träger. Können Sie doch fahren, also es ist bei Sprachen nicht gar so wichtig, ja. Und weil Sie Phasen nicht hören, aber Sie können den ja auch Phasen richtig zusetzen. Also wie genau, lassen wir mal dahingestellt sein, aber Sie könnten ihn ja phasenrichtig dazu spielen mit Träger. Wieso nicht? Was spricht dagegen? Weil ich dann die Phase rauskriege. Ja klar, ist doch drin hier. Also erstens finden Sie sie hier im Träger und zum anderen könnten Sie ja mit übertragen, also könnten Sie ja einmal Bescheid sagen, jetzt ist Null und jetzt geht die Phase los. Also so funktioniert es technisch nicht, weil es immer auseinanderläuft. Ne? Aber Sie können aus dem, was hier drin ist, natürlich die Phase rekonstruieren. Über einen, wie nennt sich der? Phasenregelkreis. Eine PLL, ne? Phase Locked Loop.
Okay, so, jetzt haben wir immer noch das Doofe, dass wir ja das NF-Signal aufs Doppelte aufgeblasen haben. Also eigentlich übertragen wir das Signal ja zweimal, nämlich einmal im oberen, einmal im unteren Seitenband. Ist schön einfach zu machen, aber natürlich Bandbreitenverschwendung. So, wir wollen, also es gibt eigentlich bloß zwei Größen, die uns interessieren. Das eine ist Energie und das andere ist Bandbreite. Energie haben wir jetzt ein bisschen runtergekriegt und jetzt müssen wir uns um die Bandbreite kümmern. Da ist natürlich die nächste Variante, einfach nur ein Seitenband zu übertragen und sich das andere dann wieder zu, könnte man ja auch rekonstruieren durch Spiegelung oder irgendwas anderes machen, ne? So, also macht man eine Einseitenbandmodulation. Das Bild sieht dann so aus, dass man sich hier entscheidet für eine Seite oben oder unten, also Plus oder Minus. Und dann hat man hier noch dieses K ist die Trägerunterdrückung. Hier würde man auch den Träger mit Teile des Trägers mit übertragen oder auch nicht. Das K gibt eben an, wie viel von dem Träger dann noch mit übertragen wird. Und das kann eben ein kleiner oder ein großer Wert sein, je nachdem. Wie groß. Oh, warum nicht? Klar. Macht man auch praktisch. So. Mal ein bisschen kleiner. Oder damit Sie die Bilder mal gesehen haben, hier die Zeitverläufe oben. Man erkennt es kaum, aber wir haben hier die zwei Seitenbänder. Quatsch. Das eine Seitenband und den Träger. Hier ist der Träger klein, da oben ist er größer, da ist er bei 1,2 und hier ist er bei 0,2. Da sehen Sie die Einhüllende und der Träger schießt leicht drüber hinaus. Also wenn Sie da einfach eine Spitzenwertgleichrichtung machen würden an dem Signal, dann wäre es wahrscheinlich verständlich, aber nicht das Originalsignal, sondern ein bisschen verzerrt, weil Sie sich ja hier, muss doch runtergehen, weil Sie sich ja hier von Spitze zu Spitze tasten, ne, und dann folgen Sie eben eher dieser blauen Linie, einer gedachten blauen Linie hier und nicht der wirklichen Einhüllenden, was das Signal war. Oder die Einhüllende ist nicht wirklich das Signal. So, also Sie haben leichte Verzerrungen. Und wenn Sie mal ein Einseitenbandsignal gehört haben, dann ist das auch gar nicht so einfach. Dann klingt das immer so ein bisschen verzerrt. Hörproben wären vielleicht gut. Bei stark unterdrücktem Träger, wie hier, funktioniert es jetzt gar nicht mehr. Ja, da ist vielleicht noch ein kleiner Anteil Signal, könnte man da noch raus generieren, kann aber auch reiner Zufall sein jetzt hier. Also die Einhüllende hat eigentlich nichts mehr mit dem wirklichen Signal hier unten zu tun. Die Einhüllende des Trägers. So. Gut. Um sich das hier mal so ein bisschen anzugucken, wie sieht die Zeigerdarstellung aus? Ich habe jetzt hier tatsächlich den Zeiger genommen und hier nur das obere Seitenband genommen. Damit fällt der da weg, damit haben wir einen Imaginärteil und damit eiert dieser Zeiger hier immer durch die Gegend. Ne? Und wenn ich hier jetzt die Amplitude mir nur angucke, dann ist das auch eben kein schöner Kreis, der hier beschrieben wird, sondern irgendwie so ein Ei. Ne? Das ist so. Oder vor allen Dingen auch kein Hoch und Runter, sondern irgendwie so ein komisches Ei, das hier so beschrieben wird. So, deswegen klingt das vielleicht auch ein bisschen doof. Wo sind wir da? Phasenmodulation wollen wir nicht haben. Gucken wir uns den Demodulator an. Wo ist denn der? 6,4. Ups. Und da kommen wir zwingend zu dem, genau, das ist er nämlich. Auf der Seite, das heißt, Sie müssen jetzt zwingend hier zu Ihrem Empfangssignal sich das Trägersignal generieren, wieder neu, und dann eben diesen, im Prinzip ist es ein mathematischer Prozess, also diesen Mischprozess hier rückgängig machen über den Mischer hier und dann können Sie das S von T wieder rekonstruieren, aber Sie müssen eben zwingend im Empfänger einen Träger wieder zusetzen, ansonsten ist da nichts verzerrungsfrei zu hören. So, kann man aber ja vielleicht machen, indem man nämlich Trägerkomponenten hier
oder Signalkomponenten hier rausnimmt und dann eben über einen Phasenregelkreis hier wirklich sich das Trägersignal auch phasenrichtig wieder generiert. Und daraus könnte man sich dann, kann man dann das komplette Signal wieder rekonstruieren. Haben es also mit relativ wenig Energie geschafft. Hier hat hier auch noch einen Trägerrest, den müsste man nehmen. Ne? Den könnte man ja, sag mal, verstärken. Verstärken ist nicht so die richtige Wahl, sondern man würde eben darauf einen lokalen Oszillator laufen lassen und den darauf regeln, auf dieses Ding. Und dann hat man das Signal hier zugesetzt und dann kann man das gewünschte hier aus dem Seitenband sich wieder rausholen. So, das waren die linearen Modulationen. Schaltungstechnik möchte ich jetzt nicht so sehr darauf eingehen. Ich glaube, die ist auch nicht so wichtig mehr heutzutage. Erstens, weil es alles meist schon erledigt ist. Zum anderen, weil es eigentlich auch nichts mehr gibt, wo sie es anwenden könnten, außer als Amateurfunker. Und die Ausbildung haben sie hinter sich. So, Nicht alle. Wir haben bislang ganz selbstverständlich gesagt, so okay, wenn du irgendwie ein Signal übertragen willst, dann modulierst du die Amplitude. Das ist ja auch die natürliche Wahl erstmal so, ne? Dann mache ich eben meinen Träger lauter und leiser. Nichts weiter ist das. Aber es gibt ja noch die andere Komponente im Träger, nämlich die Phase. Ich könnte ja auch die Phase modulieren. Also mein Signal hier in die Phase reinstecken. Das wird mathematisch natürlich ein bisschen aufwendiger. Das heißt also, ich würde jetzt nicht übertragen irgendwo ein U und ich habe das U jetzt auch gleich weggelassen. Das ist mathematisch oder einheitenmäßig natürlich eine Sünde, aber ich tue es trotzdem. Und aber hier ist die Frequenz, die bleibt stehen. Und hier habe ich irgendwie ein Delta Phi, das ist die Phasenänderung bei Amplitude 1 hier mal S von T, das ist mein Signal, das ich übertragen möchte. Ja, wunderbar, es ist schon so, also wenn irgendwie im Argument des Cosinus was passiert, ist das nicht gar so beliebt, ne, bei Mathematikern vielleicht, aber bei Studenten nicht. Das ein bisschen einfacher zu machen, kann ich auch sagen, gut, das ist der Realteil von dem da, wenn das jetzt was in der Phase hier der E-Funktion passiert, ist das auch nicht wirklich beliebt, aber es ist schon mal besser, als wenn es im Cosinus passiert. Ja, was ist der Vorteil hier, was man sofort sieht? Das ganze Ding hat immer Amplitude 1. Das ist eigentlich cool. Ne, weil sie haben immer, also bei der Amplitudenmodulation, wenn da so leise Musikstücke oder sowas kommen würden oder wenig passiert, dann wäre eventuell sogar das Signal weg oder ganz wenig Signal da, dann verlieren sie das. Das passiert ihnen hier nicht, der wird immer gleiche Leistung übertragen. Ne? Damit können Sie, das haben wir ja auch letztes Semester gemacht, wenn Sie keine großen Signalhübe, keine große Dynamik haben, können Sie sehr effektive Verstärker entwerfen, weil die müssen halt eine Amplitude verstärken können, aber Sie müssen keinen großen Amplitudengang verstärken, linear, das ist wichtig, linear verstärken können, sondern Sie können einfach so ein Ding nehmen, den Transistor, fahren Sie halt in die Sättigung und fertig. Hinterher machen sie einen Filter, damit die Störkomponenten weg sind und sie da die Vorgaben der Bundesnetzagentur einhalten und so. Das müssen sie schon noch tun, aber sie können ihn erst einmal voll an Poller fahren. Dasselbe können sie am Empfänger machen. Ne? Am Empfänger kriegen sie halt ein Signal. Und das Signal hat immer, naja, sie können das Signal immer so auspegeln, dass es an der Stelle, wo sie es haben wollen, 1 Volt hat, beispielsweise. Das könnten Sie mit so amplitudenmodulierten Signalen nicht machen, weil dann ist eine leise Stelle, eine leise Musikstelle beispielsweise. Und dann würden Sie im Amplitudenregler sagen, oh, das ist wenig Signal, pff, hoch, dann wird aus der leisen Musikstelle eine lauter. Also wird die Dynamik des Signals, des eigentlich gewünschten Signals verloren gehen. Und bei der Phasenmodulation können Sie es einfach machen. Sie fahren, FM ist nichts anderes, aber Sie fahren mit dem UKW-Radio in den Tunnel. Und was passiert? Fährt der Vorverstärker hoch, schon auf der HF. Ja, und das hören Sie ja höchstens daran, dass es ein bisschen mehr Knackton, ein bisschen mehr Rauschen da ist, weil der natürlich nicht nur Signal, sondern auch Rauschen mit verstärkt. Also Sie... Ja, kommen Sie mal an das Auto. Oder Autoradio. Wieso, ich verdiene doch hier so viel. Das sind doch reiche Studenten.
Was denn? Bei mir mache ich das auch bei AM, weil der muss ja eigentlich auch ausgeben. Wenn ich jetzt neben der Radio, neben dem Langsender bin, dann schreibe ich mal nicht an und wenn ich den Ton bin, muss ich voll aufgeben. Ja, es ist so. Ist das echt so, dass ja. Der Radio das dann auch ein bisschen zu einem gewissen Niveau? Wie wollen Sie das machen? Also wenn Sie keinen Träger dabei haben, Sie können es vielleicht mit einem ganz langsamen Regler machen, der dann also die wirklich auch über Signalstellen hinweg oder so ausregelt. Aber selbst wenn da eine Sprechpause ist irgendwie mal. Also vielleicht ist das der Grund, warum die beim Verkehrsfunk oder bei den Nachrichten immer so ein Klimbim im Hintergrund machen. Was ich nicht verstehe, warum man das tut. Aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Oder nur. Nee, das ist was anderes. Das ist dieser Ton, den man manchmal hört. Ja. Und das ist dann 90 Kilohertz Pilotton. Nee. Ich meine tatsächlich, bei manchen Sendern, insbesondere denen, die Sie hören, also Jugendsendern und so, da ist immer irgendein Musikgedüdel im Hintergrund, wenn da Nachrichten oder Textbeiträge kommen. Wenn Sie Deutschlandfunk hören, ist das nämlich nicht so. Aber hat wahrscheinlich noch keiner von Ihnen, oder? Und dann hat es aber auch so was Steriles, wenn da einfach wirklich nur jemand spricht. Ja, auch. Ja, aber ich will da, wenn ich jetzt den Verkehrsfunk höre, ne? Nein, vielleicht tun sie das gar nicht mehr, aber wenn ich jetzt. Ich fahre mit 210 irgendwo, wo man es darf natürlich, ne? Fahr ich durch die Gegend und ich will wissen, ob vor mir ein Stau ist, dann höre ich dann irgendwie dazu. Dann muss ich mich da, also für die Straße sowieso konzentrieren, aber darauf auch konzentrieren. Und da brauche ich kein Gedudel im Hintergrund, das mich da ablenkt. Sondern da will ich wissen, A5 kommt gleich was. Ja, nö. Ja, ich glaube, da gibt es halt meistens solche Sender, die man nebenher hört, wo man eigentlich die ganze Zeit nicht wirklich zuhört. Und dann will man halt nicht plötzlich. Dann will man halt über die Nachrichten auch mit der Musik getragen werden. Weil, wenn dann plötzlich in 5 Minuten nur Sprechen kommt, dann denken sie sich ja, da kommt ja gar keine Musik oder da ist jetzt irgendwie nur noch Text. Dann schalte ich halt oben auf den anderen Sender und dann fallen wieder die Werbekunden. Wenn die Werbekunden kommen, geht ja dann. Ja gut, ich denke auch, das ist eher sowas, ne? Aber ich finde das gut. Aber wir sind wieder, Sie haben es wieder geschafft, dass Sie vom Thema abgewichen sind. Also bei der Phasenmodulation haben Sie das Problem hier nicht. Da können Sie, wissen Sie, das Signal hat immer die gleiche Amplitude. Und wenn es mal mit weniger ankommt, dann kann es halt Gas geben, auch im Empfänger, ne? So, wie sieht so ein Signal aus? Ja, da erkennst du jetzt mal nichts im Zeitbereich. Ich habe das Signal hier reingezeichnet und eigentlich sehen Sie hier so gut wie nichts. Also außer, dass es hin und her geht und was Rotes drin ist. Genau. So, hier sehen wir ein bisschen mehr. Denn da haben wir einen größeren Phasenhub von Pi, also von 180 Grad. Da sehen Sie tatsächlich, dass hier auf der fallenden Flanke hier die Dinger ein bisschen weiter auseinander sind. Und auf der steigenden Flanke die Dinger ein bisschen dichter zusammen sind. Das hätte bei dem anderen auch sein sollen, aber Sie können es halt nicht sehen. Weniger spannend und weniger spaßig für Sie ist natürlich, wie sieht das Spektrum aus? Und da tauchen jetzt ein paar Nachteile auf. Also zum einen, das ist nicht mehr so ganz einfach mit einem Sinus und Cosinus analytisch beschreibbar, weil das, was passiert, passiert ja oben im Argument der E-Funktion, der komplexen oder des Cosinus. So, man hat natürlich hier das Trägersignal, das kann man sich vorstellen, dass das ziemlich stark ist. Man hat hier diese Seitenbänder hier, die bei der Signalfrequenz oder Signalfrequenzabstand dazu haben, aber dann gibt es noch andere Bänder hier da und die fallen eben auch unterschiedlich stark ab nach dahin oder eben, wenn Sie hier einen größeren Hub haben, fallen sie noch langsamer ab. Das heißt also, um dieses Signal zu übertragen in der Phasenmodulation, ist jetzt hier das Spektrum, das Sie übertragen müssen, deutlich angewachsen. Ohne dass ich es jetzt groß mathematisch beschrieben habe. Das läuft auf Bessel-Funktionen hinaus, die haben Sie wahrscheinlich noch gar nicht kennengelernt. Ne? Ja, also dann lassen wir es auch. Das Spektrum, das Sie übertragen müssen, ist deutlich größer geworden. Würden Sie gerne, oder was? Ich hätte es eigentlich nicht vor, das mit Ihnen zu machen.
weil das passt jetzt auch nicht wirklich hier zum Thema. Macht man, also ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber man macht das doch. Das ist ja nur eine andere Sichtweise darauf. Also Sie könnten sagen, Sie haben, wenn Sie tatsächlich ein komplexes Signal betrachten wollen, Sie haben da eine Realteil- und eine Imaginärteilkomponente. Sie könnten aber auch sagen, okay, ich habe hier eine Amplituden, eine Betragskomponente und eine Phasenkomponente. Das ist doch bloß die Unterscheidung zwischen der Euler-Form und der rechteckigen Form. Ich weiß gar nicht, wie hat die noch einen anderen Namen? Kartesisch, ja. Es ist ja, das, aber die kartesische Form ist mathematisch in der Regel leichter zu verwenden. Weil in dieser Amplitude und Phase steckt ja viel Nichtlinearität drin. Also E-Funktion, Sinus, Cosinus und so. Deswegen mag man das nicht so. Aber wenn Sie das mathematisch drauf haben, dann ginge das schon, ja. Aber man macht ja meistens Graphen, also man macht dann doch die Phasenmodulation, Also im Digitalen macht man eine Amplituden- und Phasenmodulation. Das kann man beschreiben als zwei Amplitudenmodulationen, eine auf dem Sinus und auf dem Cosinus. Oder man kann es betrachten als die Modulation der Amplitude und der Phase. Ja. Nee, so 1:1, das funktioniert so nicht. Also wenn Sie auf sich die digitalen Signale nochmal so vor Augen führen, nehmen wir mal ich fange mal an mit der QPSK. Ist jetzt nicht so ganz, aber dann können Sie entweder sagen, hier, Sie haben zwei Amplituden modulierte Signale, also einmal die Inphase und die Quadraturphase-Komponente und die addieren Sie. Oder Sie können sagen, Sie haben einen Träger und da wird nur die Phase moduliert. Bei dem Ding ist es ganz einfach eigentlich. Ne? So, und wenn Sie sich die QAM angucken, die 16er, dann malen Sie da ja die Zwischenstücke noch rein. So ist es ja eigentlich richtig, auch wenn mein Bild im Skript ein bisschen anders ist. Dann können Sie das einmal natürlich auch wieder betrachten als zwei amplitudenmodulierte Signale, die additiv übertragen werden. Das eine auf dem Sinus, auf dem Cosinus, weil die beiden ja orthogonal zueinander sind, geht das nur deswegen. Oder Sie betrachten es als eine Amplitudenmodulation, sieht man hier ziemlich offensichtlich, dass es eine ist, zwischen den beiden Punkten, und einer Phasenmodulation. Aber die ist nicht auf dem anderen Kanal, die kommt dann irgendwie auch mit. Also das ist nur eine mathematisch andere Betrachtung. Signaltechnisch ist es das gleiche Signal, das dabei rauskommt. Bringe ich da jetzt tatsächlich mehr Daten über die gleiche Bandbreite? Ja, ist ja natürlich. Also da sind wir noch nicht. Also wir sind bei analog hier gerade, ne? Ja. Wir wollen hier analog. Das, was wir hier machen an der Stelle, ist analog einen Sinus übertragen. Ich möchte ja trotzdem mehr Informationen über die gleiche Bandbreite. Haben Sie gerade nicht gekriegt und möchten Sie auch gar nicht unbedingt. Ich habe das eben zwar so dargestellt, dass Sie möglichst wenig Energie verbrauchen wollen und möglichst wenig Bandbreite brauchen und bin dann auf diese Art und Weise zur Einseitenbandmodulation gekommen. Die Einseitenbandmodulation hat nur den erheblichen Nachteil, habe ich hier nicht vorgerechnet, das ist das Kapitel zu kurz, des absolut miserablen Signalrauschabstands. Also wer mal Einseitenbandmodulation gehört hat, der weiß, dass das immer knatscht und knackt und nicht so richtig schön ist, die Übertragung. Genau, dann könnte ich sagen, nehme ich einfach FM-Modulation und nehme halt. Ja, richtig. Kann ich sagen, ich nehme FM, das weiß jeder vom Autoradio, dass FM eine höhere Signal
weniger Rauschen hat, also höheren Signal-Rauschabstand hat. Warum ist das so? Weil ich im Prinzip eine größere Bandbreite genutzt habe für mein Signal und das hinterher wieder zusammenschiebe und dabei das Rauschen rausfällt. Deswegen ist das so. Die Mathematik rechne ich Ihnen jetzt nicht vor, aber das ist das, was da passiert. Und das habe ich bei der Phasenmodulation hier schon gemacht. Da habe ich nämlich sofort, ich habe es mir gemerkt, da sage ich nämlich Scheiß auf Bandbreite, Signal-Rauschabstand ist mir wichtig. Das kann sich lohnen sogar, ne? Weil wenn Signal-Rauschabstand gut ist, kann ich vielleicht, wenn ich digital übertrage oder so, auch mit wenig Redundanz, also in einem relativ kurzen Codierer arbeiten und so und kriege die Signale trotzdem noch zu 100% generiert. Während wenn ich digitale Übertragung machen würde mit einem sehr schlechten Signal-Rauschabstand, dann müsste ich sehr, sehr viel Redundanz zufügen, was ja auch wieder nichts weiter als Zeit oder Bandbreite kostet, ne? Damit ich die Signale fehlerfrei übertragen kann. Nee, Quamm ist erstmal nur eine ziemlich clevere Überlegung, wie ich in ein Symbol viele Bits reinkriege. Let's see. Nee, das im Träger nutzt Ihnen nichts. Es nützt Ihnen nur, das ist tatsächlich Verschwendung. Es hilft Ihnen beim Bau des Empfängers. Aber was Sie sich vorstellen müssten, ist, hier kommt jetzt so das Rauschen hoch. Ne? Und da nützt Ihnen jetzt dieser große Träger hier nur ganz wenig. Der hilft Ihnen so ein bisschen, also der hilft Ihnen einfach beim Bau des Empfängers eigentlich. Ne? Den könnten Sie einfacher aufbauen. Hier einfach mit dem Audion von dem, wie heißt der, Forrester, da reingehen. Das heißt also, nimmst das Signal, einfach verstärken und filtern. Und schon kommt das Richtige raus. Der Verstärker muss nur verzerren. Weil der Verstärker schon nicht den Ja ist, dann nimmt er genau das Ding hier als Demodulationssignal, als Runtermischsignal für die beiden. Und dann kommt, wenn sie richtig filtern, genau das raus, was sie wollen. Das ist der Audion-Verstärker, ja. Ganz einfaches Konzept. Ne? Weil hier alles, eigentlich sind alle Bausteine schon drin. Sie müssen nichts raussetzen. So, wenn Sie jetzt aber sagen, Sie nehmen die Energie, die nicht hier drin ist, nehmen Sie raus, dann könnten Sie ja die hier höher schieben. Ist da so. Ne? So, und wenn das Rauschen dann das gleiche ist, ist der Signal-Rauschabstand hier größer. Der Preis ist, Sie müssen im Empfänger arbeiten. Mehr arbeiten. Gut, da waren wir bei der Phasenmodulation. Die habe ich hier im Analogen auch nur gestreift. Die hat im Analogen keine Bedeutung. Also taucht sozusagen nicht auf. Aber die Frequenzmodulation. Und nun ist ja Phase nichts weiter als integrierte Frequenz. Sie könnten das, wenn die Frequenz konstant ist, natürlich als Omega mal T schreiben oder Sie können es auch einfach so schreiben, die Momentanfrequenz aufintegriert von 0 bis T ist die Phase, wo Sie gerade sind. Also da werden sicherlich so ein paar 2-Pi-Drehungen dabei sein, die Sie ignorieren könnten. Also die gesamte Historie geht hier ein. Das ist schon ein bisschen komisch, aber ist nur so. Ne? Aber im Prinzip ist das der Zusammenhang. Und dementsprechend können Sie die Phase eben jetzt auch hier komplett aufschreiben. Für einen Träger als Frequenzmodulation. Das ist also Phi von T ist gleich die Phase des Trägers, also Integralphase des Trägers mal Frequenzhub mal Signal von Tau. Das ist ein fester Parameter der Modulation. Da sagen Sie einfach nur, Sie wollen hier 100 Hertz Hub haben oder so. Oder 5 Kilohertz Hub oder sowas. Nicht? Und naja, dann können Sie das Integral lösen, wenn das konstant ist und das konstant ist und das hier auch, dann kommt da eben Omega T mal und so weiter raus. Und das ist eben dieses Phi von T, was wir eben hatten. Also eben in der Phasenmodulation war da ja noch so, stand da so ein Phi von T, so ein kleines Phi von T. Und das ist jetzt das hier. Anfangsphase 0 können Sie irgendwo hinschreiben. Und wenn ich jetzt hier wieder ein kosinusförmiges Signal nehme, das ist ja immer mein Modellsignal, ich habe es glaube ich gar nicht, doch, habe es auch explizit gesagt, bei der Amplitudenmodulation oder so, dann ist das S von Tau eben ein Kosinus Omega Tau, das wieder die Signalfrequenz, wieder die Vereinbarung, die Amplitude von S ist 1, deswegen lasse ich das alles weg hier und dann führe ich das Integral aus
Und dann kommt hier sowas raus wie mit Delta Omega durch Omega mal Sinus Omega T. So, da sehen Sie schon einen vielleicht etwas schwierigen Punkt an dem Ding. Ne? Hier steht nämlich Delta, also Frequenzhub durch Signalfrequenz. Heißt also, je kleiner die Signalfrequenz wird, desto größer wird eigentlich hier die Modulation der Phase. Ne? Also nur um das kurz zu erwähnen. Ja? Also sagt die Formel da. Ich wollte es nur kurz erwähnen, da können wir noch ein M dran, dran schreiben und dann haben wir eigentlich wieder das, was wir mit der Phasen, mit dem Modulationsindex bei der Phase auch hatten. So. Im Text steht das nochmal. Dann ändert sich die Phase sehr stark, ja. Langsam, weil Sinus 1 Hertz T, also 2 Pi mal 1 Hertz T, ist natürlich auch wenig, aber es ändert sich stark. Lass einfach mal so im Raum stehen. So, und das habe ich hier nochmal zusammengefasst. Müssen wir uns mal kurz angucken, was wir da eigentlich sehen. Frequenzmodulation für Spektrum mit Delta Omega durch Omega, also 10% Frequenzhub, 10% vom Trägerfrequenz ist der Frequenzhub und Omega gleich Omega, Trägerfrequenz 20stel, das ist oben passiert. Also wäre das bei einer Frequenz von F gleich 10, was auch immer, eine Signalfrequenz von 0,5. 10 durch 20 ist 0,5. Ist oben gezeigt, ergibt dann ein M gleich 2 für in den Bildern A und B. Die gucken wir uns gerne noch genauer an. Und wenn ich hier die Signalfrequenz höher drehe auf 4 auf 2, dann habe ich einen Modulationsindex von 0,5 und das ist in C und D gezeigt. So. Also Sie sehen erst einmal hier eingezeichnet das rote Originalsignal. Hier könnte man größer machen. Und erkennt man irgendwas? Mit viel Fantasie sind die hier weiter auseinander und da dichter zusammen. Da muss man schon genau hingucken. Oh ja, guckst du an. Ist auch noch Videostar. Ja, da sind sie dichter und da sind sie auseinander, weiter auseinander. Ne? So, Spektrum dazu ist hier gezeigt. Träger, die Seitenlinien und es gibt wieder mehrere Seitenlinien. Die verhalten sich jetzt wie Bessel-Funktionen. Da muss man ein bisschen Mathematik betreiben, was wir nicht tun wollen. Positiv, negativ, was auch immer, das spielt nicht wirklich eine Rolle. Mit Schwarz sind hier die Beträge eingezeichnet. Das habe ich dann nochmal reingemacht. So, und wenn wir die Frequenz hochdrehen, dann sehen Sie eben, wird der Hub geringer. Da auch der Modulationsindex geringer, was sich eben auch hier niederschlägt. Klingen die Seitenbänder schneller ab. Und hier kann man jetzt auch, wenn man es weiß, dann sind sie hier dichter und da weniger dicht. Aber das müssen wir schon wissen. Gut. Auch hier muss das ja vielleicht gar nicht mal unbedingt erwähnen. Auch hier haben Sie immer den Betrag 1 des Signals. Also da das Blaue geht immer von minus 1 bis plus 1. Ja, tut's. Das heißt also, Sie haben dieselben Eigenschaften eigentlich wie bei der Phasenmodulation da. Sie können sowohl im Endverstärker können Sie immer in den effektiven Bereich, in den Sättigungsbereich fahren. Im Empfangsverstärker können Sie immer sagen, wenn das Empfangssignal schlechter wird, dann liegt das nicht daran, dass einer leiser spricht, sondern dass Sie durch einen Tunnel fahren und dann können Sie mit einer Automatic Gain Control einfach das Signal wieder auf 1 Volt oder was auch immer einpegeln und dann dem Demodulator zuführen. So. Jo.
Ja, wie demoduliert man das am einfachsten? Die Frequenz ändert sich ja. Sie könnten jetzt ja einfach einen Bandpassfilter nehmen, hier. Also ist der Empfänger, ne? Und Sie steuern das jetzt so aus, dass genau an der Flanke dass genau an der Flanke von dem Ding hier Ihr Signal eigentlich ankommt. So, das heißt also, jede Frequenzänderung wird aufgrund dieser Filterflanke hier in eine Amplitudenänderung umgesetzt, weil die Hochfrequenzsignale ja stärker bedämpft werden als die Niederfrequenten. Oder umgekehrt, je nachdem, an welcher Flanke Sie sind. So, und damit ist aus dem FM-Signal ein AM-Signal geworden und das können Sie hier Spitzenwert gleich richten und schon ist es getan. Cool einfach, ne? Aber da habe ich doch jetzt auch zwei Seiten, da kann man das ja jetzt nicht nennen. Aber ich habe doch jetzt auch. Ja, macht doch nichts. Sie betrachten das Signal jetzt einfach nur als ein. Ja, aber Sie würden doch, wenn Sie auf der Trägerebene filtern, würden Sie doch gleichzeitig das auch nutzen, um wirklich nur das Signal auszufiltern. Klar, Sie könnten jetzt auch sagen, okay, ich baue mir ein, theoretisch, ne? Sie könnten natürlich jetzt sagen, ich baue mir jetzt ein 93,5 Megahertz Tiefpass. Der liegt genau an der Stelle und dann hat er auch so eine steile Flanke, dass er den SWR1 gerade hörbar machen kann. Ja, aber bauen wir so einen Tiefpassfilter, dass so von 0 bis 93,5 konstant steht und dann runtergeht. Es ist wesentlich einfacher, sich dann einen Resonanzkreis zu bauen, der bei 93,55 oder sowas steht, also ein bisschen drüber. Ja, 5,5 ist falsch, also 93,5. 0,5 oder so wahrscheinlich. Also so ein ganz bisschen daneben. Und da geben Sie das Signal drauf und das schwingt dann genau an der Flanke hin und her. Da kriegen Sie die Flanke sehr viel steiler hin, als wenn Sie da so einen Tiefpass von 0 bis dahin bauen. Auch wenn mathematisch gesehen das Tiefpassfilter reichen wird. Aber praktisch ist das nicht sinnvoll. Sie verstehen, was ich meine? Ja, das ist doch die Praxis. Guck mal hier, hier hast du 0. Und da hinten willst du filtern. So, wenn Sie das als Tiefpass ausführen, sieht das so aus. Wenn Sie das als Bandpass ausführen wollen, mit einem scharfen Resonanzkreis, sieht das so aus. So, wer hat jetzt die steilere Flanke? Ja, deswegen. Und er hat noch den Vorteil, dass er all den ganzen Klumpatsch, den Sie gar nicht wollen, von hier vorne und von da hinten auch noch weglässt. Ja, und der ist auch leichter zu tunen. Das ist hier ein L und C, ne? Und dann mit einem Drehkondensator ist halt was anderes eingestellt. Also so macht man es heute nicht mehr im Radio, nicht? Also zumindest Sie nicht, da als etwas besserer Radiohersteller. Aber so seinerzeit. Nö, Sie müssen kein C ändern. Sie könnten einfach, also was man wesentlich einfacher macht als einen Filter ändern, das macht man heute in modernen Radios, auch Analogradios natürlich, ist, dieses Filter steht eigentlich irgendwo und Sie fahren einen Lokaloszillator daran vorbei und mischen das Signal an den Lokaloszillator, also machen so einen Superhead-Empfang. Kommen wir gleich noch zu, nicht? Oh, yo! In den allermeisten elektrotechnischen Schaltungen ist irgendwo ein C. Und wenn es nur zur Spannungssiebung ist. Ja, außer Sie nehmen eine Pin-Diode oder eine Diode oder sowas, ne? Kapazitätsdiode. Ja, das geht ganz gut. Ich
Käse und bei hohen Frequenzen einen geringeren Hut. Und dadurch kann ich das Ganze dann über eine AM wieder zurückfahren. Nee. Nee. Das haben Sie falsch verstanden. Habe ich mich vielleicht auch nicht so ganz klar ausgedrückt. Ja, guck mal. Hier ist das Signal lauter. Da, wo es lauter ist, haben Sie die höhere Frequenz. Ja? Also sie sind dichter beisammen. Hier, da wo es laut ist, ist die hohe Frequenz. Und da, wo das Signal leise ist, hier sogar negativ, ist die niedrige Frequenz. Und darüber kriegen Sie es über einen Flankendiskriminator hin. Sie nehmen halt hier, würden die steigende Flanke beispielsweise nehmen. Hier haben Sie die hohe Frequenz. Das heißt, das Signal wird weniger bedämpft. Kommt also mit einer höheren Amplitude durch als dieses Signal hier auf der linken Seite. Das hat ja die niedrigere Frequenz, das wird also stärker bedämpft. Und damit wandeln Sie hohe Frequenz, niedrige Frequenz in laut und leise um. Das ist erstmal die ganze Idee. Das mit dem Modulationshub, der sich für niedrige Frequenzen so hoch darstellt, ist gar nicht mal so schön unbedingt. Weil das würde ja heißen, heißt ja, für die niedrige Frequenz brauchen Sie bei gleicher Lautstärke größere Bandbreite und eine kleinere für die hohe. Das würde man bekämpfen, indem man vorher, ich meine, das macht man auch, indem man vorher das Signal durch einen, ja, eigentlich Hochpassfilter oder sowas lenkt, also eine Preamp-Phase macht und die hochfrequenten Signale oder die tieffrequenten Signale einfach dämpft. Das heißt, die kommen dann schon mal leiser an. Und dann sparen Sie da wieder Modulationsindex und Modulationsbandbreite. Ne? Modulationsindex nicht, sondern Bandbreite. Das war das, was man hier an der Phasenmodulation gesehen hat. Ja, aber dann können Sie doch unendlich hohe Frequenzen produzieren, weil er da mein Modulationsabstand immer weiter sind. Ja, 0 Hertz will er keinen übertragen, oder? Dann habe ich ja nach oben, wo ich schon nach oben hin die Grenze, dass das der Rauschabstand sinkt, oder? Wo ist dann die Grenze der Rauschabstand? Das heißt, wenn ich jetzt... Kanalbandbreite, ne? Einfach umgekehrt proportional. Eine Kanalbandbreite, das ist das NF. Also Sie lassen das Signal doch gar nicht rein. Ja, wo ist die obere Grenzfrequenz? Wie spiegelt es sich jetzt da drin wieder? Gar nicht. Ja klar können Sie da höhere Frequenzen übertragen. Und dann? Ja, nicht schon dann. Ja, aber dann habe ich doch nicht eine kleine Frequenz übertragen. Eine niedrige Frequenz übertragen, wenig Bandbreite verwendet. Ja, aber und dann, aber ja, richtig, da ist der Signalrauschabstand schon schlechter. Ja. Jetzt haben Sie mich wieder verdreht. Das sind hier die Bilder für verschiedene unterschiedliche Phasenmodulations- oder Phasenhübe, Phasenmodulationsindizes. Ne? Oben der geringe und unten der große. Und da sehen Sie ja der große, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt eigentlich erklären wollte. Der große, der braucht einfach mehr Bandbreite als der da oben. Und das ist hier, wäre die niedrige Frequenz ohne Preamp-Phase. So. Damit sind wir durch die analoge Modulation durch. Wir haben bis 12.30 Uhr, ne? Jetzt haben wir 11, kurz vor 11.
Ja, machen wir mal so bis Viertel nach oder so Pause. Und dann sehen wir weiter.